Wir tragen alle Turban und Kopftuch. Wir heißen alle Aisha oder Mohammed und natürlich stehen wir nur auf Araber. Wenn wir uns etwas wünschen, rufen wir unseren Flaschengeist. Wir ernähren uns nur von Falafel oder Döner und zur Uni fliegen wir mit dem Teppich. Jetzt wisst ihr ja schon einiges über uns, aber was sich sonst noch an unserem Institut abspielt, zeige ich euch jetzt. Um bei uns arabisch-islamische Kultur zu studieren, muss man als erstes Arabisch lernen. Der Arabischkurs findet immer in einem der großen Hörsäle im Schloss statt. Dass die arabische Sprache schwer ist, stimmt nicht. Wir fangen also ganz unten an mit dem Alphabet. Den Punkt nicht vergessen. Man muss das Werkzeug selbst beherrschen, das heißt die Sprache beherrschen, um genau zu wissen, was steckt dahinter. Ja? Was macht diese Sprache, diese Kultur faszinierend? Arabisch ist eine der verbreitetsten Sprachen der semitischen Sprachfamilie. Es ist eine der 6 Weltsprachen der Vereinigten Nationen. Es ist die Sprache des Korans, die Sprache des Islam. Vom Schloss ist es nicht weit bis zu unserem Institut. Über den Schlossplatz, die Frauenstraße mit vielen Kneipen und Cafés, vorbei an der Überwasserkirche, gelangt man zum Institut in der historischen Altstadt. Hier kennen wir uns fast alle persönlich. Es gibt eine gemütliche große Bibliothek. Hier treffen wir uns zum Lernen und Übersetzen. Man kann sich aber auch in Ruhe zum Lesen und Forschen zurückziehen. Arabisch zu lernen ist manchmal ziemlich mühsam, aber es ist schon toll, wenn man die Schrift lesen und die Texte verstehen kann. Natürlich steht der Unterricht der arabischen Sprache sehr stark im Vordergrund, denn das ist ja eine Kernkompetenz, die wir unbedingt vermitteln wollen. Das ist das, was die Studierenden in erster Linie auch mitnehmen können, neben der kulturellen Kompetenz, Sprachkompetenz. Wir haben eine der sicher besten Seminarbibliotheken im deutschsprachigen Raum. Wir haben ein breites Personalangebot mit 3 Professoren, 2 Lektoren und einer Reihe weiterer Mitarbeiter, die die gesamte Breite der arabisch-islamischen Kultur vertreten können. Im Bachelorstudium beschäftigen wir uns neben Sprache und Literatur natürlich auch mit der Religion und der Geschichte des Islam. Die Aufgabe der Islamwissenschaft ist sehr weit gefächert. Das hat damit zu tun, dass Islamwissenschaft heute natürlich ganz anders im Brennpunkt der Öffentlichkeit steht als noch vor 20 Jahren beispielsweise. Die Aufgabe ist sicher erstmal natürlich wie bisher auch, den Orient im weitesten Sinne wissenschaftlich aufzuarbeiten, zu erforschen, hat aber auch eine gesellschaftliche Relevanz, nämlich die Tatsache, dass wir natürlich heute den Islam auch in Deutschland haben, den Islam auch als etwas Deutsches haben. Es gibt die Beteiligung von vielen Muslimen an vielen gesellschaftlichen Diskursen. Und insofern hat die Islamwissenschaft auch tatsächlich die Aufgabe, inzwischen da vermittelnd tätig zu sein. Außer der Beschäftigung mit Sprache im Allgemeinen gibt es in der Islamwissenschaft oder speziell auch in der Arabistik so viele Dinge über Literatur, über Geschichte, über Religion, Philosophie, Theologie, was sie wollen eigentlich. Es ist ein sehr offenes Feld. Ein Thema, das in der Öffentlichkeit immer wieder heiß diskutiert wird, ist auch das islamische Recht. Nun, wir versuchen in Münster, das gesamte Forschungsfeld islamisches Recht möglichst großflächig abzudecken. Begonnen von der historischen Entwicklung des Rechts über die im islamischen Recht ja ganz wichtigen religiösen Bezüge, bis hin aber auch zu stärker gegenwartsbezogenen Fragen. In der Öffentlichkeit wird islamisches Recht ja meistens mit den zum Teil sehr drastischen Körperstrafen des islamischen Strafrechts assoziiert, also so Dinge etwa wie die Steinigung als Strafe für Ehebruch. Man nimmt das besonders stark wahr, weil das natürlich auch die Normen sind, die in besonders krasser Weise mit unseren eigenen Rechtsvorstellungen kollidieren. Man darf aber nicht übersehen, dass das nur ein relativ kleiner Teil des islamischen Rechts ist, im Gegensatz zu anderen Bereichen wie etwa Erbrecht oder Familienstandsrecht. Das Studium bei uns besteht natürlich nicht nur aus Büchern und Wissenschaft. Wir feiern auch gerne zusammen mit orientalischen Köstlichkeiten und passender Musik. Habt ihr jetzt Lust bekommen, bei uns zu studieren? Vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Semester.